Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich bin 100%. Hatte ich die Programme schon? Nö. Kann ich es gerade runterladen. Dankeschön. Ich hab noch eine Idee. Lassen wir hier. Echt? Komm, die kann ich stecken. Aber warum habe ich noch keinen Platz mehr für die Banane? Ich kann hier direkt essen. Aha. Ich habe auch keinen Platz mehr. Okay, dann Plan B. Ich fick auf, ich könnte ja in mein Büro gehen und nochmal. Guten Tag, Talos. Die Sicherheit an Bord obliegt unserer aller Verantwortung. Bei Sorgen und Fragen wenden Sie sich an sicherheit@transstar.talos. Und zwar ja noch Schrott dabei. Und ich kann mir hier auch gleich die Dinger bauen. Nochmal. Auch nicht. Naja, wenigstens habe ich den Platz und ich kann jetzt in die Lounge gehen, indem ich mich mal wieder zu einer Tasse mache. Vielleicht noch nicht. Glaube ich. Vielleicht mal hier doch. Ich bin gerade sinnlos durch. Oh, ich war hier drin. Also bin ich doch nicht sinnlos durch die Tür getastet. Kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Oh, danke. Von Siemens. Was war das für ein Geräusch? Hier ist doch wieder. Wo sind die denn jetzt hergekommen? Und natürlich verbrate ich meine ganze Shotgun-Munition dafür. Warnung! Anzug wurde beschädigt.
was auch immer das war. Es hat auf jeden Fall erstmal Windbogen gebracht. Und in die IT-Security kommen wir nämlich rein. Ein Weber. Okay. Kommando Fahrstuhl. Okay. 1963. Eine streng geheime Verhandlung im Kalten Krieg führt dazu, dass Amerikaner und 2000. Okay. Langsam wird's pur. Ja, jetzt bin ich wieder hier oben. Habe mehrere Ziele vor Augen. Außer ich griff gerade zu Schuss. Und bin mal gespannt, ob ich hier oben nochmal jetzt irgendwie auf den rechten Zweig komme. Was ich da tun soll, was nicht. Operatoreinheiten und Geschütze sind feuerresistent, aber anfällig für Angriffe, die auf Elektrizität und Hacken basieren. Betrete wieder das Arboretum. Da, wo ich irgendwo den Faden verloren habe und nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und schaue mich da dann weiter um. Kann man sich dann an so einem Schluck Wasser... Naja, verschlucken. Genau, ihr beiden wartet hier. Deaktiviert. Ich komme immer noch nicht mit diesem Glas klar. Vor allem nicht mit diesem Springwunder. Und ich kriege jetzt hier einfach mal unten rum, weiß Gott nicht so. Die Datenzentrale, mehrere Ziele. Vielleicht komme ich ja irgendwo rein. Aschepatsch, da war ich ja, das war ja hier. Beantragen neuen Operator. Tut
Fenster, Pyramid 49. Alles gut. Bedrohliches. Entspannen Sie sich. Alles erledigt. Vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Ihr Feedback ist von unschätzbarem Wert. Lief alles gut? Ja, musste etwas warten. Zwei Arschlöcher aus dem Vertriebsteam mussten gerade in dem Moment unter der Alarmglocke Zigarre rauchen. Ist es weg von der Talos? Meine Kunden sind ungeduldig. Ja, die letzte Sendung ist rausgegangen. Müsste morgen auf der Erde sein. Pacific Time. Gut. Okay. Ich lasse Ihnen nach der morgigen Schicht ein weiteres Paket da. Wo genau? In der Lobby. Wird das funktionieren? Natürlich. Dreimal mit der Rohrzange antippen, dann geht es auf. Die werden morgen alle so funktionieren. Süß, wenn Sie so stolz auf Ihre Apparate sind. Reden Sie nicht so von oben herab, Lilly. Schmugglerin auf der Talos. Was ist hier in der Lobby? Okay. Also ich habe hier die Datenzentrale, mehrere Ziele und mehrere Ziele da. Und was ist das dann mit 42 Meter? Mechanische Tür. Stimmt, hier muss ich Strom reinbringen. Hier ist Strom drin. Energieversorgung ausschalten. Was? So. Genau, den Fahrstuhl habe ich ja schon repariert, mit dem ich ja bin ich jetzt gefahren. Ich will hier Wasser. Das ist klar. Da können wir was für den Zeichner. Was ihn aber nicht interessieren wird. Okay. Und das hilft mir hier bestimmt auch nicht weiter, weil. Interessanten Dinge da einfach derzeit zur Verfügung stehen. Okay, dann gehe ich mal Richtung Datenzentrale. Und hoffe, dass mir kein Alien in den Weg läuft. Das wäre nämlich echt. Guten Tag, Talos. Das Mittagessen wird von 12 bis 14 Uhr in der Kantine serviert. Das tägliche Menü finden Sie im Wochenupgrade. Okay. Operator nähert sich. Oh, dieser schützt mich nicht, ey. Wozu denn? Du bist doch sowieso erledigt. Wow. Inspektion läuft. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Das war meine Hoffnung. Danke. Bewege mich. Bin ich da jetzt schon runtergegangen oder nicht? Achso, ich kann mich hier gar nicht durch die Tür durch. Das ist klar, ja, okay. Stimmerkennung erforderlich. Bitte wiederholen Sie folgende Worte: Schwerkraft, Tapferkeit, Entropie, fehlerhaft. Schwerkraft, Tapferkeit, Entropie, Federart. Hm, nicht meine Stimme. Schatzkarte für die Orbit. Orden. Baffel. Fleck. Dasteros. Wir nehmen doch alle irgendwas. Wieder machen wir Upgrade gekriegt. Voll. Ah, Bewegungsgeschwindigkeit.
Inventar. Achso, das ist nur die Waffe. Da ist eh keine Munition mehr drin. Na toll. Okay, stimmaktiviertes Dings war das ja. Hab ich hier noch ein neues Ziel jetzt gerade gekriegt? Das Besatzungsmitglied, Vettiani. Ah. Rette ich Ayani. Das waren die hier auf dem komischen Gewächshaus, oder? Egal, Ziele. Geh zur Datenzentrale. Wollte ich mir gerade. Kapsel, Gartentipps, Julian Howard. Du bist Zachary West. Wo könnte jetzt so ein Rechner sein, wo ich zu dem... Der ist ja schon da. Die Infos kriege. Ich bin hier schon mal durch. Mehrere Ziele, auch das Hauptziel. Schon wieder so ein... Ach, ja. Inzwischen... So, F. Kennedy bis 2031, was... In dieser Leitlinie stimmt, aber in der anderen halt nicht. Ich würde so gerne jetzt endlich den Alex Grabner benutzen. Stattdessen gucke ich mir jetzt dieses Spiel Steinfigur da an. Mit fliegenden Höfen. Hier hat jemand Baseball gespielt. Ne? Was sollen wir denn sonst noch machen? Laboratorium. So spiele ich auch öfter, wenn ich mal alleine spielt, einfach mal durch die Gegend eiern, gucken, was los ist. Das Looking Glass hatten wir ja schon. Hier hat sich auch nichts verbessert. Da komme ich auch nirgendwo hoch. Mal hoch. Dürfte gehen. Wenn ich nicht laufe. Aber weiter hoch komme ich ja nicht. Könnte ich hier noch hinlaufen? Hier was gucken. So, die hier erklimmen. Hier rüber, nicht hier hoch. Schon mal ein bisschen weiter als ich dachte. Zu kommen. Ich bin hier oben, ich bin hier oben. Hätte nicht gedacht, dass es klappt.
Da würde ich doch gleich mal speichern drauf. Das ohne, dass ich dieses Ding hier benutzen musste. Und hier oben ist auch gleich die Tür. Und jetzt trotzdem erstmal hier draußen rum. Würde ich jetzt aber nicht runterspringen. Erstmal. Gleich zum Abschluss. Sieht denn das Schönes zu sehen? Ist das der Mond? Teil davon, ja. Habe ich Hebekraft 1? Denkt ihr? Hier liegen noch Dinge rum. Die Melodie ist so friedlich. Ich gehe hier runter. Und bin echt gespannt, was jetzt passiert hier. Als wir noch Kinder waren, bist du oft in mein Zimmer geschlichen. Hast meinen Computer benutzt. Ich weiß noch, wie du meine geleckte Conquistador-Spielstände geschrottet hast. Ich hab dir damals den Arm gebrochen. Das tut mir heute leid. Aber ich nehm's dir immer noch übel, dass du meine Sachen angerührt hast. Ich hab dir damals den was? Wegen ein paar Spielständen? Okay, ich bin schon... Aber... Was? Der neurale Horizont. Okay. Sollte ich den jetzt hier oben machen? Mitternachtslieder, eine klassische Gedichtsammlung der Tang-Dynastie. Eine Wartungsschleuse. Ich bin da. Und ich glaube, ich geschrottet. Den Trick habe ich jetzt auch nur gemacht, um hier so ein auch von nichts zu halten. Nummer kenne ich auch nicht. Tresor 3. Ich sollte jetzt hier irgendwie was rausholen, oder? Und natürlich liegt das nicht so auf dem Tisch. Okay, ich weiß jetzt, wie man hier hochkommt. Und ich habe den Typen hier gesehen. Guten Tag, Talos. Bei Verlust von Atmosphäre oder Schwert... Die gestrige Charge war ein entsetzlicher Fehlschlag. Ganz schlechte Wurzelaufnahme. Aber Dr. Lin aus der Psychotronik war so nett, mir eine Probe eines Materials zu geben, das die Effektivität der Phytohormone bei bereits reifen Pflanzen verstärken dürfte. Ich erwarte eine verkürzte Reifungszeit, eine erhöhte Ausbeute und einen außerordentlichen Heileffekt.
Hoffentlich schmeckt das nicht scheiße. Ich brauche nur die Erlaubnis, den Plan durch den Fabrikator laufen zu lassen. Ah, hier. Kommt jetzt raus. Aber irgendwie komme ich nicht weiter. Ich wollte sagen, hier ist wieder alles repariert, aber ist ja gar nicht so. Diagnostiziere. Keine Traumata oder Krankheiten festgestellt. Ich kann leider nichts für Sie tun. Wunderbar. Das hört man gerne. Jetzt stehen die sich selber im gegenseitigen Weg. Okay. Weiß ich nicht. Was ist das da? Umbauen in Euromod. Jetzt gerne zu dieser Dame. Mehrere Ziele. Mehrere Ziele. Hallo, schön Sie wieder zu sehen, Dr. Schmidt. Hier geht's Richtung Hauptmission. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Weiß ich nicht. War ich schon in den Besatzungsquartieren?